Künstliche Intelligenz und Roboter sind im Moment in aller Munde. Sie verändern die Art, wie wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen, wie wir kommunizieren und wie wir Krieg führen. Das ist eine andere Dimension. Wie lange schicken wir noch Menschen in Krieg? Wie verändern Roboter und künstliche Intelligenz das Schlachtfeld der Zukunft? Wird der Krieg durch Roboter und KI rationaler, effizienter und sogar weniger grausam? Das Standardbeispiel ist tatsächlich, dass eben Maschinen im Krieg keine Vergewaltigungen vornehmen. Und mein Argument wäre, das gilt so lange, bis ich eben die so konstruiere, dass sie genau das tun. Wie schaffen wir es, dass KI und Roboter nicht als tödliche Killermaschinen eingesetzt werden? Welches ist der ethisch korrekte Umgang mit den neuen Technologien und wo steht die Schweiz im Wettrüsten? Haben wir den Anschluss an Kampfroboter und Killerdrohnen schon verpasst? Das ist eine riesige Bedrohung, die KI. Und die müssen quasi erforschen und herausfinden, hey, wie bedroht das echt die Schweiz, wenn jetzt plötzlich Roboter eingesetzt werden. Ich habe eine Drohne gesehen, das ist ein sogenannter Drohnenabfang, also ein Drohnenjäger eigentlich. Und der kann starten. Und nachher, wenn eine Drohne, ich sage mal, beim Flughafen reinfliegt, was ja gefährlich ist für ein Flugzeug, dann kann die Drohne mit einem Fallschirm quasi die andere abfangen, oder? Und am Boden holen. Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit dem Daniel Fanslau und der Nora Züst. Bevor wir ins Thema von heute eintauchen, wir haben es gerade gehört, eine neue Stimme im Durchblick. Nora Züst, herzlich willkommen. Ja, danke Daniel, ich freue mich heute und in der nächsten Folge ein Teil vom Durchblick zu sein. Heute tauchen wir zusammen ein ins Feld von künstlicher Intelligenz und Roboter. Nora, ich nehme an, du hast in letzter Zeit auch schon mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt. Ja, klar. Also seit es ChatGPT gibt, wo man Text erstellen kann, ist das schon ein kleiner fester Bestandteil von meinem Studium geworden. Mhm. Ich hoffe jetzt einfach, mein Dozent hört nicht zu. Aber ja, ich glaube, mir kommt um das Thema nicht mehr. Heutzutage. Das ist ja so, KI verändert im Moment praktisch alle Bereiche des Lebens. Dazu gehört auch der Krieg, der bewaffnete Konflikt. Gerade seit dem Krieg in der Ukraine sieht man, wie von beiden Seiten massenhaft Drohnen eingesetzt werden, sei es zur Aufklärung oder auch zum Angriff. Es ist also offensichtlich, dass neue Technologien auf dem Schlachtfeld schon jetzt zum Einsatz kommen. Wir reden heute einerseits mit Robotikforschern, andererseits mit Experten, die wissen, wie die Schweiz international dasteht. Und wir starten jetzt mit dem Frank Saurer. Er ist ein renommierter Sicherheitsexperte. Der deutsche Politologe berät zum Beispiel Entscheidungsträgerinnen und teilt sein Wissen mit der Öffentlichkeit, wenn es um die moderne Kriegsführung geht. Ein Mythos müssen wir gerade am Anfang mal zerstören. KI und Roboter sind keine Szenarien der Zukunft. Sie sind schon da und das schon eine Weile. Also wir haben mindestens seit den 80er Jahren Waffensysteme, die eben das tun, was man heute Autonomie in Waffensystemen nennt. Ich denke zum Beispiel konkret immer an die Patriot-Raketenabwehrsysteme. Die kann ich in diesen Modus versetzen, dass salopp gesagt das System erst schießt und dann erst fragt, beziehungsweise mir nur noch einen Ausdruck gibt, wo es sagt, dann und dann habe ich dieses Ziel bekämpft. Und deswegen ist also diese ganze Diskussion insofern mit einer gewissen Schieflage ausgestattet, weil man immer so tut, als ob das alles unbedingt was mit ganz viel künstlicher Intelligenz und Robotik und was nicht alles zu tun haben muss, ist aber nicht so. Richtig ist natürlich, dass künstliche Intelligenz insofern eine Rolle spielt, als dass eben diese Fähigkeit, die maschinelle Fähigkeit, Ziele auszuwählen und zu bekämpfen, inzwischen von dieser Nischenanwendung, Abwehr von anfliegender Munition, sich hineinentwickelt in alle möglichen anderen Waffensysteme. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie technisch noch irgendwelche Schwierigkeiten gäbe, ja, einen beliebigen Geschützturm mit einem System zu versehen, was eben Ausschau hält nach Zielen und bestimmte Muster sucht und sobald es diese Muster gefunden hat, schießt es dann. Der Punkt ist bloß, dass dieses Ding mit absoluter Sicherheit nie völkerrechtskonform einsetzbar wäre und deswegen eben die Diskussion. Der Politologe Frank Saurer schneidet da schon ein paar spannende Gebiete an. Technologie, Forschung, Völkerrecht. Ja, und auf all diese Aspekte gehen wir im Verlauf der Folge noch ein. Zuerst müssen wir uns aber klar werden, dass Krieg oder bewaffneter Konflikt, wie man es allgemeiner formulieren kann, verschiedenste Anwendungsbereiche für Roboter und künstliche Intelligenz bietet, sagt Frank Saurer. Also eine Vision ist auf jeden Fall mit Blick auf das US-Militär so eine Art Logistik zu haben im militärischen Sinne, wie
wie man sie vielleicht vorfinden würde bei so großen Konzernen wie Walmart oder wie bei Amazon. Also im Prinzip eine Just-in-Time-Logistik, die genau zu dem Zeitpunkt, wenn irgendetwas irgendwo benötigt wird, mehr oder weniger vollautomatisiert die Dinge dahin bringt. Ja? Also ich spitze jetzt etwas zu und sage, man liegt im Schützengraben und man schießt und das Gewehr sagt dem System, ich habe nur noch 100 Schuss, und dann fliegt eben hinten schon die Drohne los und wirft dann punktgenau mir den Kasten mit der Munition sozusagen nebendran, sodass ich ohne Verzug sozusagen mit der Munition, mit der neuen, weiterschießen kann. Das sind so eine Überlegung, die es gibt. Also Logistik ist sehr, sehr wichtig. Mit Blick auf dieses ganze Thema auch Wartung ist wichtig. Beispielsweise gibt es eben Überlegungen, ja, so Wartungszyklen nicht standardisiert für jedes bestimmte System einfach in regelmäßigen Zyklen durchzuführen, sondern einfach Daten über das System zu sammeln und dann punktgenau warten zu können, bestimmte Verschleißteile. Auch das ist natürlich eine Frage, wo Kosteneffizienz und solche Dinge eine Rolle spielen. Und dann ist ein riesiges Thema natürlich alles, was mit dem sogenannten Targeting Cycle oder der Kill Chain zu tun hat. Also das sind eben Dinge, die sich beschäftigen mit dem Finden von Zielen, dem Aufklären von Zielen, dem Verfolgen von Zielen, dem Auswählen und Bekämpfen von Zielen. Alles, was in dieser Entscheidungsschleife stattfindet, kann automatisiert werden, kann von unbemannten Systemen geleistet werden. Wir kennen ja die Drohnen zum Beispiel, die die Artillerie lenken in der Ukraine. Und je mehr der Mensch Funktionen abtritt, die bisher er übernehmen musste, an die Maschine, desto intensiver wird die Debatte darum, was die völkerrechtlichen Implikationen sind, was die ethischen Konsequenzen sind und was die sicherheitspolitischen Risiken sind dieser Entwicklung. Also eine Grundfrage, die sich immer stellt, ist, wie fest ist der Mensch noch in die Vorgänge von so einem Waffensystem involviert und wer trägt zu welchem Teil Verantwortung für die Toten und Zerstörung? Wir reden hier von Human in the Loop, also wenn ein Mensch noch in den Entscheidungsprozess vom Waffensystem eingebunden ist, oder von Human out of the Loop, wenn also zum Beispiel eine Drohne selbstständig entscheidet, wenn sie wie welches Ziel angreift, ohne dass eben ein Mensch noch die endgültige Entscheidung zum Angriff trifft. Der Frank Sauer hat da gerade ein Beispiel. Wo man es sehr wohl schon vollumfänglich einsetzen kann, ist zum Beispiel auf hoher See. Ja, also wenn ich eine Fregatte bin und ich fahre auf hoher See und drumherum ist natürlich nichts, also da sind jetzt nicht plötzlich irgendwie Kinder mit einem Fußball oder irgendwie eine Gruppe Eltern mit Kinderwagen oder irgendwie sowas. Und die Fregatte fährt und plötzlich kommen irgendwie 10 Ziele mit Hyperschall auf mich zugeflogen und das können nur Seezielflugkörper sein, ja, Raketen im Prinzip. Dann schalte ich natürlich diese Fregatte in einen Modus, wo die aus allen Rohren mal vereinfacht gesagt schießt, um das Schiff zu retten und zu verteidigen. Und zwar alles vollautomatisch. Und das ist dann auch total in Ordnung. Das heißt, wenn wir uns fragen, wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken, völkerrechtliche Risiken beispielsweise für Zivilbevölkerung, dann muss ich immer gucken, wie ist der Operationskontext. Und dann habe ich es eben mit einer Fregatte, die irgendwo in der Mitte des Atlantiks ist, in gewissem Sinne etwas einfacher als bei einem Trupp Infanteristen, die im urbanen Gelände kämpfen müssen. Wenn der Mensch also noch in den Entscheidungsprozess eingebunden ist, dann sollen weniger Fehler passieren. Aber ist nicht genau der Mensch der Faktor, der in Konflikt so viele Fehler begeht? Eben genau, weil er nicht strikt nach einem rationalen Programm handelt, sondern Emotionen hat wie Wut oder Rachegelüste, die ihn dann zu grausamen Taten verleiten kann. Das habe ich auch immer angenommen. Der Politologe Frank Sauer hält aber dagegen. Ich bin da eher skeptisch, weil die Maschine begeht eben dieses Kriegsverbrechen so lange nicht, bis ich sie nicht anweise, genau das zu tun. Das Standardbeispiel ist tatsächlich, dass eben Maschinen im Krieg keine Vergewaltigungen vornehmen. Das gilt so lange, bis ich eben die so konstruiere, dass sie genau das tun. Krieg führen beinhaltet, dass ich Territorium erobere, besetze, den Gegner töte oder verwunde. Das ist der Sinn der ganzen Veranstaltung. Wenn wir tatsächlich als Menschen an einen Punkt gekommen wären, wo wir sagen, wir machen eine Ersatzhandlung statt des Kriegführens, dann können wir uns die riesigen Roboterarmeen ja sparen. Dann reicht es ja, wenn wir eine Runde Schach oder Fußball gegeneinander spielen würden. Das wäre im Übrigen auch viel günstiger. Also diese Vorstellung, dass wir sozusagen durch dieses Auslagern an die Maschinen irgendwie den Konflikt zwischen uns auch loswerden, die ist einfach, glaube ich, wirklich naiv. Ich bin sehr offen für Argumente, die in die Richtung gehen, Autonomie in Waffensystemen ermöglicht es uns, in konkreten Situationen, wenn wir eine verantwortungsbewusste Anwendung praktizieren, die berühmt-berüchtigten Kollateralschäden zu minimieren. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass man
unter Umständen, das ist kein Automatismus, aber unter Umständen mehr Präzision durch Automatisierung erreichen kann. Keine Frage. Aber ich wäre vorsichtig, dieses Argument sehr stark zu verallgemeinern und dann weitreichende Schlussfolgerungen mit Blick auf ja, das Reduzieren von Leid im Krieg davon abzuleiten. Eine Maschinenarmee, die Menschen umbringen kann, das klingt schon sehr gruselig. Ist das wirklich Zukunft? Ja, das ist eben die Frage, wie das es die internationale Gemeinschaft schafft, die Technologien zu regulieren. Da gibt es verschiedene Argumentationslinien. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass man einen Geschützturm hat mit einem Maschinengewehr und der hat eine Kamera und hat eine Optik und vielleicht auch noch andere Sensoren, alles mögliche. Und all diese Sensoren, die nehme ich und den Input, den fusioniere ich zu einem Modell der Welt und dann habe ich eine bestimmte Zielsignatur und wenn eben diese Silhouette da auftaucht in diesen Daten, dann löst dieser Geschützturm eben aus und schießt. Wenn wir das uns jetzt vorstellen, was überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun hat, das ist Stand der Technik. Wenn wir das jetzt delegieren und die Maschine macht das, dann ist eben sozusagen die grundlegende Frage, ist das richtig? Kann das richtig sein, diese Entscheidung über Leben und Tod zu delegieren? Und da gibt es eben ein Strang in der ganzen Diskussion, der sagt, nein, das kann grundsätzlich nicht richtig sein, selbst wenn die Maschine völkerrechtskonform operiert, weil eben die Würde dieses sterbenden Menschen verletzt wird, weil er zu einem Objekt gemacht wird von dieser Tötungsmaschinerie, die anonym ihn da einfach so als Datenpunkt so abarbeitet. Es gibt also gar keinen Menschen mehr, der sein Gewissen belastet damit, dass gestorben wird im Krieg. Und da kann man sich dann eben fragen, aus ethischer Perspektive, was die Konsequenzen sind. Weniger umstritten sind die völkerrechtlichen Probleme. Die könnte man vielleicht irgendwann zumindest rein, hypothetisch könnte man die ja technisch lösen. Also man könnte sich eben vorstellen, die Maschinen werden immer besser und die machen immer weniger Fehler. Und dann könnte man sogar aus so einer rein juristischen Perspektive ein Argument drehen und sagen, eigentlich ist man fast verpflichtet, diese Waffensysteme, die selbstständig Ziele suchen und bekämpfen, ohne menschliches Zutun einzusetzen, weil sie eben besser sind, weil sie weniger Leid verursachen, weil sie weniger Fehler machen. Und hier muss man eben diese zwei Argumentationsebenen unterscheiden. Das eine ist ein fundamentaler ethischer Einwand, den kann ich durch keine technische Lösung aus der Welt schaffen. Das Völkerrechtsproblem könnte ich unter Umständen technisch lösen. Diskussion, wie das Roboter und künstliche Intelligenz in bewaffneten Konflikten dürfen eingesetzt werden, ist also voll im Gang. Der Frank Saurer sagt aber auch, dass ein komplettes Verbot völlig unrealistisch sei und dass da nicht nach einer internationalen Einigung aussehe. Es ist auch klar, jede Technologie kann missbraucht werden. Und nur weil man ein internationales Abkommen hat, heisst es noch lange nicht, dass man dann nicht gleich zu verbotenen Mitteln greift. Das sieht man immer wieder zum Beispiel beim Einsatz von chemischen Waffen oder von sogenannter Streumunition. Bevor wir nachher einen Blick darauf werfen, wo die Schweizer Armee steht, bleiben wir aber noch bei der Robotikforschung. Da passiert bei uns in der Schweiz ja einiges. Ja, und wie? Zum Beispiel an der ETH Zürich, am Institut für Robotik und intelligente Systeme. Der Roland Siegwart ist Professor für autonome Systeme und kennt den aktuellen Stand der Forschung, wenn es mal ganz allgemein um Roboter geht. Eigentlich sind wir und viele andere natürlich auch weltweit dran, jetzt wirklich die nächste Generation von Robotern. Roboter, die im täglichen Umfeld Aufgaben übernehmen können, die einfach viel, viel komplexer ist. Wo ein Mensch Hand bieten können, die viel flexibler sind, die sich anpassen an Situationen. Und da gibt es eigentlich noch sehr viele Aufgaben, wo man auch in Zukunft vielleicht froh sind, wenn die Menschen nicht mehr dort sind. Es gibt auf der Baustelle sehr viele Aufgaben, wo Menschen eigentlich körperlich geschädigt werden durch die Aufgaben. Da sind in Zukunft hoffentlich mehr Roboter im Einsatz. Und darum sehe ich Roboter in der nächsten Generation als Werkzeug für den Mensch. Der Mensch wird irgendwo immer in einem Loop drin sein, aber der Roboter wird vielleicht die unangenehmen, schwierigen, gefährlichen Arbeiten übernehmen, aber typischerweise in Überwachung durch einen Mensch. Roboter sind an sich nichts Neues. Man kennt das aus der Industrie, wo Roboter zum Beispiel ein Auto zusammenbauen. Jetzt kommt aber der Aspekt der künstlichen Intelligenz dazu. Da wird natürlich extrem viel gemacht. Oder wenn man auch bei uns schaut, der ETH, praktisch alle Robotikforschung, die der ETH hat, haben irgendetwas relativ intensiv mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und zwar ist das einfach die nächste Stufe. Ich meine, die Systeme sind eigentlich auch schon vorher intelligent gewesen. Jetzt hat man einfach neue Werkzeuge, man hat auch vor allem mehr Rechenleistung, dass man die Systeme noch einfacher lernen kann. Oder Roboter, wo sich in allen verschiedenen Umgebungen, auch Laufroboter, muss können bewegen, der
das kann man nicht einfach so einfach vorprogrammieren, weil es gibt ganz verschiedene Situationen, oder? Plötzlich ist ein Stegen mit verschiedenen Tritthöhen und was immer. Und das kann man heute mit künstlicher Intelligenz eigentlich, dass die Roboter das lernen, und zwar in der Simulation. Man hat ein Abbild vom Roboter, da braucht es ein gutes Modell vom Roboter, und der lernt das in ganz verschiedenen Umgebungen, wo man das kommt natürlich auch stark aus der Gaming-Industrie, dass man die Umgebungen kann darstellen. Und dann lernt er über vielleicht einen Tag, einen halben Tag, und zwar sehr schnell, weil man die Rechenleistung hat, und zweitens kann man Hunderte oder Tausende von Robotern parallel lernen. Und nachher kann man das Gelernte eigentlich einem Roboter übergeben, oder der physische, echte Roboter, und der kann plötzlich in ganz komischen Situationen, wo man vorher keine Chance hat, durchzulaufen, kann er durchlaufen. Künstliche Intelligenz verstärkt also die Lernfähigkeit von Robotern. Genau, und statt einfach nur simple Befehle ausführen, kann der Roboter jetzt auch mehr oder weniger selbstständig handeln. Genau das macht es dann spannend für eine Armee, weil möglicherweise weniger eigene Soldaten zu Schaden kommen, sagt der Robotikforscher Roland Siegwart, zum Beispiel mit Blick auf die USA. Ich meine, wenn die Amerikaner irgendwo intervenieren, wenn sie Menschenleben müssen, opfern, dann wird es schwierig, dann haben sie plötzlich Opposition im eigenen Land. Solange das ein paar Panzer kaputt gehen, wo aber keine Menschen drin sind, stört das kein Mensch. Und das hat sicher Gefahren generell. Es wird irgendwo anonymisiert, ich glaube, immer noch das Gute vom Menschen. Oder? Und wenn man einem Menschen gegenübersteht, auch wenn es vom Gegner ist, ist man vielleicht dann schon als Mensch, ich nehme an, gross für den Menschen, wird nicht einfach so ab jemanden umbringen. Und Roboter machen das einfach, weil sie absolut emotionslos sind. Oder? Also der Krieg wird anonymer, vielleicht auch präziser, eben genau weil ein Roboter nicht nach Emotionen handelt, keine Angst hat und keine Fehlschätzungen macht. Ja, vorausgesetzt, er wird entsprechend programmiert. Vielleicht ein Beispiel. Ein Haus wird von einem Kampfroboter durchsucht. Haltet Ausschau nach gegnerischen Soldaten. Im Keller von dem Haus versteckt sich jetzt eine Familie. Eine komplexe Situation. Für Roboter grundsätzlich aber machbar, sagt der Robotikforscher Roland Siegwart mit Vorbehalt. Nur in Kriegssituationen ist natürlich die Frage immer, wer garantiert, dass die Roboter so programmiert sind. Oder? Aber sonst können die Roboter präzise sein. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch in der aktuellen Situation, die man weltweit sieht, die Kriegssituation ist, dass man vielleicht an gewissen Orten schon ein bisschen weniger zivile Bevölkerung trifft. Weil die Systeme, die wenn es ein Roboter ist, ist es von der Rückführung. Oder? Dann fliegt man vielleicht an mit einer Rakete und schaut vor Ort noch. Und der kann dann viel präziser dort landen, was gewünscht ist. Und so nicht irgendwo plötzlich in einem Umfeld plötzlich irgendwo in Häuser reinschießen, wo eigentlich nur Menschen da sind und keine militärischen Aktivitäten sind. Da stellt sich ja schon ziemlich schnell dann auch die Frage nach der Verantwortung. Wer ist schuld, wenn unbeteiligte Zivilisten zu Schaden kommen? Der Roboter? Der Mensch, der den Roboter einsetzt? Oder die Person, die den Roboter programmiert hat? Der Roland Siegwart sieht immer den Mensch in der Verantwortung. Grundsätzlich habe ich es für die Verantwortung beim Mensch dahinter, der das auslöst. Auch wenn es ein bisschen komplexer Ablauf ist. Oder? Das ist wenn der Roboter Auftrag hat, ins Haus hineingeht und gegnerische Soldaten da umzubringen und dann plötzlich eine Familie drinnen ist, ist eigentlich die Person, die dahinter ist, die das auslöst, die sich zu wenig darum gekümmert hat, was könnte alles in dem Gebäude sein und wo Verantwortung müsste gemacht werden für das. Was machen dann die Forschenden, dass ihre Erkenntnisse nicht missbraucht werden und dann plötzlich ein Killerroboter erschaffen wird? Das ist eben schwierig, weil da gibt es einen Konflikt mit dem Grundgedanken von der Forschungsarbeit, dass eben Wissen und Erkenntnis allen soll zur Verfügung stehen. Ja, es ist wahrscheinlich sehr schwierig. Es ist wahrscheinlich auch Illusion zu glauben, als Forscher können wir das beliebig beeinflussen. Forscher versuchen, neue Erkenntnisse zu finden. Die werden auch publiziert, die sind eigentlich öffentlich zugänglich. Und zum Glück wird das meistens zum Guten vom Mensch, von der Menschheit genutzt, dann entsprechend. Ich glaube, was Forscher können mit beeinflussen, dass man auf so Themen eingeht. Wir haben auch in unseren Robotikkonferenzen immer wieder auch Konferenzen, wo es genau um die ethischen Fragen geht, wo wir Ethik dabei haben und uns austauschen. Dass eigentlich die Forscher selber und die Ingenieure, die wir ausbilden, auch ein Verständnis haben, dass sie auch ethisch sich überlegen müssen, was sie eigentlich machen. Und ich glaube, das ist natürlich sehr von Kultur abhängig. Ich sage immer, in der Schweiz haben wir, an der ETH haben wir kaum junge Studierende, die überhaupt gewillt wären, irgendetwas Militärisches zu machen mit Robotern.
Und das ist mindestens schon ein Teil, oder? Wenn niemand will, Maschinen entwickeln, für andere Menschen gefährlich werden, dann entwickeln sie sich ja auch weniger schnell. Aber wir wissen alle, dass es nicht allen Orten so ist. Das Know-how von der ETH fließt teilweise dann auch in die Schweizer Armee. Wichtig aber nur zu Zwecken der Katastrophenhilfe. Das passiert am Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum zu Thun, kurz SDRZ. Das Zentrum gehört zum Bundesamt für Rüstung und unterstützt die Schweizer Armee und weitere Behörden im Umgang mit Robotik und ist die Schweizer Fachstelle für Fragen zu Drohnen- und Robotertechnologie. Das klingt jetzt zuerst mal sehr abstrakt. Was machen die genau? Das verratet uns nachher gerade der Leiter vom SDRZ. Ein augenscheinbarer Ort hat sich der Robin Bähni genommen. Er ist Journalist beim Blick und hat vor kurzem ein Demonstrationsevent besucht unter dem Namen Arche. Das ist ein riesiges Event, wo Roboter getestet werden. Und es ist der grösste in der Schweiz. Also da kommen wir über 150 Forschende zusammen. Und die üben auf einem Gelände, weil die irgendetwas entwickeln in ihrem Stübli. Und dann wollen sie mal sehen, wie funktioniert das überhaupt. Und das ist eine Anlage, wo ich da war, im Genfer Raum, in Avoli. Und dort trainieren normalerweise so Genie- und Rettungstruppen. Und das ist ein grosses Gelände. Dort hat es Gebäude, die sind bewusst zusammengestürzt. Es ist überall Schutt, es ist Metallstangen, Rager aus dem Boden raus, Staub. Es gibt so Becken mit Wasser gefüllt, wo man Wasserroboter testen kann. Und dort tun die das eben mal anwenden, das erste Mal, um zu schauen, hey, funktioniert das so, wie ich es mir ausgedacht habe, oder ist es ein völliger Flop? Richtig gehört, es gibt auch Roboter fürs Wasser. Und die sind ganz schön nützlich, erklärt der Robin Bähni. Wasserroboter. Der ist auch autonom, der hat eine KI, dem kann man das Gebiet vorgeben und dann tut er das autonom selber absuchen. Und so kann man natürlich Menschen, wenn jemand vermisst wird, aber, das ist sehr interessant, die Armee will dann auch zur Bergung von Munition verwenden. Das heisst, wenn irgendetwas verloren geht in einem See, dann kann man einen Roboter schicken und logischerweise ist dann kein Mensch gefördert. Das Wasser stellt also kein Hindernis dar. Ich nehme an, die Luft ist recht nicht. Genau, Drohnen sind ja schon länger bekannt. Die werden jetzt einfach für neue Szenarien ausgerüstet, sagt der Journalist Robin Bähni. Es gibt auch die ganz normalen Drohnen. Die sehen ja so aus wie eine übliche Drohne, aber sie hat ein Käfig rundherum. Und das ist, weil mit dieser Drohne kann man in Minen hineingehen. Also die kann in geschlossenen Räumen fliegen und das Käfig schützt sie, damit sie nicht irgendwie irgendwo anstößt und runterfällt. Und die wird unter anderem ist die schon in Australien genutzt worden, zum Minen scannen, weil dann können Firmen die anschauen mit einer Drohne, ohne dass irgendein Mensch in Gefahr sich begeben muss. Und ja, man weiss ja nie, bei so einer neuen Mine etwas zusammenstürzen oder so. Und die erstellt nachher ein 3D-Modell, dass man nachher genau sieht, wie sieht die Mine aus. Eines der spannendsten Projekte, das an dem Arche-Event vom Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum vorgestellt worden ist, finde ich eine Roboterschlange mit dem klingenden Namen Roboa, also Roboter-Boa. Passt er da durch? Die haben es getestet in so einem riesen Trümmerhaufen. Und dann haben sie so eine Roboterschlange getestet, die durch die engen Gänge durch kann quasi sich bewegen und so Personen finden, die dann festsitzen würden. Die Schlange kann kommunizieren mit einem Mikrofon. Sie hat auch eine Kamera, um sie zu erkennen. Und sie kann sogar Flüssignahrung und Wasser zu ihnen transportieren. Also er kann noch rechts und dann zum Auto. Das wäre interessant. Okay. Also man sieht, da läuft ein Haufen im Bereich Robotik und KI beim Schweizer Militär. Ja, und das ist auch ganz bewusst so initiiert, weil die Schweizer Armee den Eindruck hatte, man verpasse den Anschluss bei den neuen Technologien. Dazu nochmal der Journalist Robin Bähni. Die Schweiz war eigentlich Nummer 1 beim Innovationsindex, 2021 wieder, und hat ein enormes Wissen, was Robotik betrifft. Ist eigentlich führend dort. Man redet auch vom Silicon Valley, von der Robotik in der Schweiz. Und die Armee hat das eben noch nicht so. Die Armee ist eigentlich so, man hat wie Angst vor ein paar Jahren, man verpasse die ganze Entwicklung. Und man muss quasi sich damit stellen. Und deswegen holt man Forschende an diesem Event und dann schafft die Armee und Forschung zusammen eigentlich. Und das ist der grösste Event in der Schweiz und da kommen wir über 150 Forschende zusammen. Übrigens, wenn ihr auch Fan seid von Wissenschaft und Technik, wenn so interessiert, wie Forschung funktioniert und was sie zur Gesellschaft beitragen kann, dann abonniert doch den Durchblick und stellt am besten gerade Benachrichtigungen ein. So verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Werfen wir jetzt einen Blick hinter die Kulissen und reden direkt mit dem Leiter vom Schweizer Drohnen- und Robotikzentrum, Markus Höpflinger. Er sieht einen Haufen möglicher Einsatzbereiche von Roboter und KI beim Schweizer Militär. Ich glaube, das Anwendungsspektrum ist extrem breit, auf allen Seiten des Konflikts. Und auch unterhalb der Kriegsschwelle, also zur Vorbereitung eines bewaffneten Konflikts oder im Konflikt selber. Unabhängig von der Robotik kann man KI rein als virtuelle Software einsetzen, beispielsweise in der Führungsunterstützung.
Zusammen mit der Robotik hat man natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Dort hat man plötzlich einen Körper zur Verfügung, also das Mittel, um mit der Umgebung zu interagieren, sei das ein mobiler Roboter oder ein stationärer. Das sind wir zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist KI, also rein virtuelle Software, wo man nicht wirklich das physische Interface hat, und das andere ist mit dem physischen Interface, mit dem Roboter dahinter, wo ein riesiges Potenzial da ist aus unserer Sicht. Zum Beispiel zur Objekterkennung, zur Erkennung von Panzern, die irgendwo rumfahren in einem Bild, oder auch zur Führungsunterstützung, sodass man schneller in der Lage ist, riesige Datenmengen zu verwenden und Schlüsse daraus zu ziehen. Und was sind denn die grossen Vorteile von KI und Robotik? Es ist vor allem die Effizienz und die Robustheit, sagt Markus Höpflinger. Da würde ich auch unterscheiden zwischen der KI, die als Software irgendwo dazu dient, den Menschen zu unterstützen, und wieder der Robotik. Und wenn man in der Lage ist, mit Robotern vorzugehen, dann hat man plötzlich die Möglichkeit, den Menschen aus Gefahrenzone draussen zu halten. Also es ist eigentlich ein schönes Mittel, um den Menschen zu schützen in Gebieten, die gefährlich sind. Also sagen, das sind noch einsturzgefährdete Häuser oder Gebiete, die chemisch belastet sind. Und KI und Robotik, glaube ich, die können schon dazu dienen, dass man Aufgaben viel effizienter und effektiver ausführt. Dass man in der Lage ist, viel schneller mehr Daten zu verarbeiten, als es der Mensch ist. Dass man einiges robuster ist bezüglich der Umgebungs-Umweltbedingungen, zum Beispiel höhere Temperaturen aushalten kann. Dass man auch in der Lage ist, einen Roboter sehr spezifisch für eine Anwendung auszulegen und zu optimieren. Also ich glaube, der Mensch ist extrem gut in vielem, aber wenn es in die Tiefe geht, dann haben wir gewisse Schwächen. Und wenn man jetzt in der Lage ist, für bestimmte Aufgaben einen Roboter auszulegen, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, die Fähigkeiten zu erhöhen. Ja, das klingt schon alles gut und hilfreich, wenn man Verschüttete mit einer Roboterschlange aufspüren kann. Aber so eine Technologie kann ja missbraucht werden, dass man die Roboterschlange zum Beispiel mit einem Sprengkopf ausrüstet und in ein Haus schickt, um einen Anschlag zu verüben. Ja, das Potenzial ist um und lässt sich auch nicht ganz aus der Welt schaffen. Das gibt auch der Leiter vom Drohnen- und Robotikzentrum zu. Die Frage der Ethik beschäftigt sie aber intensiv. Ja, es gibt zahlreiche ethische Risiken oder Bedenken. Also es geht teilweise weit, dass man das auf den ersten Blick annimmt. Und wir haben dazu mit unseren Partnern Schema entwickeln lassen, was darum geht, eigentlich methodisch die ethischen Risiken zu identifizieren und idealerweise dann auch irgendwo zu beheben. Und das Schema hat 37 Kriterien und eins ist zum Beispiel, das Kriterium ist das Aussehen vom Roboter. Wenn man möchte, dass ein Roboter Leute rettet, dann sollte er nicht so ausgesehen, dass er die Leute erschreckt. Also wenn man jetzt einen quasi einen Terminator nimmt, der böse aussieht, dann ist das ein ethisches Risiko, wenn man den einsetzt zum Retten von Leuten. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel andere Kriterien, zum Beispiel, wie kann man verhindern, dass ein System außerhalb von dem Bereich eingesetzt wird, wofür es designt worden ist. Also zum Beispiel aber verhindern, dass in einen Roboter zum Retten plötzlich bewaffnet werden kann und als Waffensystem eingesetzt wird. Roboter, KI und Drohnen werden also immer mehr eingesetzt. Wie lange geht es denn noch bis zum ultimativen Roboterkrieg? Ja, das ist natürlich schwierig zum Abschätzen. Aber vollautomatisierte Konflikte, die nur von KI gesteuerten Robotern ausgefochten werden, findet Markus Höpflinger aber sehr unwahrscheinlich. Also in nächster Zeit sowieso, in 30 Jahren ist es schwierig zu sagen, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir zwei Roboterarmeen haben, die eigentlich auf dem Schlachtfeld sich bekämpfen, in einer Art kontrollierten Umgebung, wo kommen wir denn hin? Oder da kann es sein, dass die eine Armee gewinnt und wird man dann zum Beispiel das eigene Land einfach aufgeben und sagen, die Roboterarmee hat gewonnen, ihr könnt jetzt unser Land einnehmen, wir geben auf. Und ich glaube eben, dass es, selbst wenn man Roboterarmeen hat, die gegeneinander antreten, wird es irgendwo einen Niederschlag geben, auf die Zivilbevölkerung, wird man dann irgendwo auch menschliche Soldaten einsetzen, um ein Land zu besetzen, und dementsprechend wird das nicht nur ein Konflikt sein zwischen den Robotern, sonst könnte man den ganz so gut in einem Boxring oder auf dem Schachbrett lösen. Da ist in dem Fall gleicher Meinung wie der Sicherheitsexperte Frank Sauron. Ja, das stimmt. Solange man von Robotern im herkömmlichen Sinn redet, also vereinfacht gesagt, eine Blechbüchse mit Motoren und einer mehr oder weniger intelligenten Steuerungssoftware. Also unterm Strich tote Materie. Unvorhersehbar, spannend, vielleicht auch gruselig, wird es bei sogenannten Bio-Robotern. Das sind Roboter, die mit biologischen Merkmalen ausgestattet sind. Dazu nochmal der Robotikforscher von der ETH, der Roland Siegwart.
Ich meine, Biologie hat zuerst natürlich, haben wir Zellen, die können auch, die können selber heilen, die können wachsen. Und das ist natürlich ein neues Element, das reinkommt. Oder? Das ist ein Teil, wo man könnte einfach in eine Blechbüchse integrieren. Es hat auch schon Forschungsexperimente gegeben, wo man irgendwo ein neuronales Netzwerk praktisch aus dem Hirn von einem Fisch genutzt hat und versucht hat, dass der Roboter mit dem das Roboter steuern. Und da hat es erste kleine Erfolge gegeben, dass es grundsätzlich geht, dass das neuronale Netzwerk aus dem Fisch kann lernen kann, wie es reagieren muss. Aber auch das ist noch sehr viel weit weg, weil da kommen all die Elemente dazu. Irgendwann muss der Roboter auch wissen, was muss er überhaupt lernen? Was ist denn eigentlich das Ziel? Und das ist beim Menschen natürlich gegeben, oder bei der ganzen Tierwelt. Wir haben irgendwo so den Fortpflanzungs- Überlebenstrieb und so weiter, das treibt uns. Und das macht sehr viele Aktionen, die wir machen, die sind basierend auf dem. Ein Roboter wird das eigentlich rein mechanisch, wenn es ein mechanischer Roboter ist, wird das nie so entwickeln. Man kann es einprogrammieren, aber entwickeln wird er selber das nicht. Aber wenn natürlich plötzlich Zellen da sind, Zellteilung, gibt es natürlich Möglichkeiten, dass sich das entwickelt. Aber wenn man schaut, die Menschheit hat sich über Jahrtausende entwickelt, oder? Das heisst, wenn man biologisch wird, ist dann auch wieder die Frage, wie schnell kann man die Entwicklung beliebig beschleunigen? Oder ist man jetzt einfach nicht dran, praktisch ein neues Individuum zu kreieren, biologisch, wo halt ein Roboter ist? Aber das braucht dann sehr lange wahrscheinlich. Das klingt also wirklich nach Science Fiction. Wenn ein Roboter plötzlich einen Selbsterhaltungstrieb hat oder sich kann beliebig oft aus sich selber reproduzieren. Und das ist sogar am Robotikforscher nicht ganz geschmaucht. Dort, wo ich ein bisschen Angst habe, ist effektiv die biologischen Roboter. Was denn da genau passiert. Und das fällt ja eigentlich nicht nur dort an. Oder? Ich meine, man hat angefangen, Tiere zu klonen. Und da gibt es natürlich auch viele Entwicklungen. Und ich meine, man kann natürlich irgendwann fragen, wenn es ein Tier, das geklont ist und gentechnisch mutiert ist vom Mensch, ist es das nur ein Tier oder ist das ein Roboter? Solange es Blechdosen sind, ist es, glaube ich, in der Hand vom Mensch, da hoffentlich das zum Guten einzusetzen und dem Mensch zur Verfügung stellen, dass er vielleicht weniger selber zum Schaden kommt und eine bessere Ernährungssituation kann schaffen auf der Welt mit Robotern im Feld und so weiter. Wenn es biologische Systeme werden, wo sich aber können reproduzieren können, Zellen können sich teilen, ist es auch viel schwieriger kontrollierbar. Oder? Eine Software kann man abschalten, testen und die tut sich nicht automatisch total frisch konfigurieren und weiterentwickeln. Die Biologie kann sich aber weiter konfigurieren, weil es eben auch physisch Zellteilungen gibt. Und das gibt es bei einem mechanischen System nicht. Das heisst, der Computerchip kann nicht plötzlich ganz anders funktionieren ein Jahr später, weil das die mechanische oder die ganze Physik gibt eigentlich vor, wie das funktioniert. Die Biologie kann natürlich sehr grosse Änderungen machen. Wo sich dann irgendwie plötzlich für mich also die philosophische Frage stellt, sind wir Menschen nicht auch einfach Roboter? Also mit Sinn, das wären unsere Augen und Ohren. Mit Motoren, das wären unsere Muskeln, Sehnen und Gelenke. Und mit der Software, also mit unserem Bewusstsein und einem Rechenzentrum, das wäre dann unser Hirn. Die Diskussion rund um KI und Robotik wird also noch ein bisschen weitergehen. Da kommen definitiv noch Herausforderungen auf die Wissenschaft und Gesellschaft zu. Die Frage, die wir uns eingangs gestellt haben, wie lange, dass man noch Menschen in den Krieg schickt, ist also schwierig zu beantworten. Technisch gesehen werden Menschen nicht durch Roboter ersetzt, sondern ergänzt und unterstützt. Politisch gesehen sind Menschen, egal ob auf dem Schlachtfeld oder nicht, immer Teil von einem Krieg und einem Konflikt und entsprechend aus der Gleichung nicht wegzudenken. Für heute setzen wir einen Punkt und wir schauen auf die nächste Durchblickfolge. Dort geht es nicht um künstliche Intelligenz, sondern um künstlichen Schnee. Wir fragen uns, wie können Skigebiete in Zeiten des Klimawandels noch rentabel existieren? Welche technischen Lösungen gibt es, dass Pistau in einem warmen Winter beschneit werden können? Und was ist eigentlich Snowfarming? Das klären wir alles in der nächsten Folge vom Durchblick. Für heute sagen Tschüss, Daniel Fanslau und Nora Züst.